Eine meiner neuesten Abonnentinnen, Saskia, hat über Enterprise einen Mietwagen gebucht und mich gefragt, ob ich vielleicht etwas Günstigeres finden kann. Und weil die Geschichte mit den Mietwagen auch für andere immer wieder mal ein Thema ist, vergleiche ich heute mal wieder einige Anbieter. Mal sehen, was wir so finden können. Und natürlich herzlich willkommen an Saskia. Ich begrüße dich zu einem weiteren Beitrag hier und danke dir fürs Einschalten. Sofern dich Tipps und Themen zu USA interessieren, bist du hier genau richtig. Hier erstmal die Nachricht. Hallo Christian, ich bin zufällig auf deinen Kanal gestoßen und habe deine Kosten für euer Auto gesehen. Jetzt frage ich mich, ob wir vielleicht zu viel für unseren ausgegeben haben. Wir haben Flüge gebucht nach Salt Lake City, zurück geht's ab Los Angeles. Ende Mai habe ich direkt bei Enterprise einen Mittelklasse SUV für 1.583 Euro, Einweggebühr mit drin, gebucht. Kann ich aber zur Not stornieren, falls du was Besseres findest. Hier die Flugdaten. Ankunft Salt Lake City 13.09., Abholung aber erst am 14.09. um 16 Uhr, Rückgabe in Los Angeles am 28.09. um 14.30 Uhr. Vielen Dank für deine Videos und wenn du mir hier helfen kannst. Lieben Gruß, Saskia. Dazu hat sie mir noch die Preisaufstellung zu ihrer Buchung bei Enterprise geschickt. Mittelklasse SUV Nissan Rogue oder ähnlich, Zeit und Entfernung eine Woche für 558,71, zusätzliche Zeit und Entfernung 7 Tage für 542,72. Kilometer- und Haftungsbegrenzung sind inklusive, dazu kommen aber noch Konzessionserstattungsgebühr, Tourismusabgabe und Steuern. Außerdem eine Einweggebühr in Höhe von 369,92 Euro. Macht in Summe 1.583,36 Euro. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so besonders günstig. Wenn ich das durch 14 Tage teile, kommen wir ja mal eben auf 113,10 Euro am Tag. Dafür kriegst du woanders die dickste Karre, die du dir vorstellen kannst. Okay, wir gucken mal. Natürlich habe ich jetzt immer versucht, einen Midsize-SUV zu finden, der in etwa die gleichen Voraussetzungen an Versicherungen, Kilometerleistung und fairer Tankregelung erfüllt. Ich beginne mit einem Portal, auf das ja scheinbar einige schwören, nämlich billigermietwagen.de. Der Preis liegt mit 1.534,45 nicht mal 50 Euro unter dem Angebot von Enterprise, wobei allerdings eine Haftpflichtabdeckung von 10 Millionen gewährleistet wird. Im Regelfall sind das nur 1 Million US-Dollar. Zusammengesetzt wird das aus der eigentlichen Fahrzeugmiete von 1.060 Euro und dazu kommt die Einwegmiete von ca. 474,45. Der Anbieter ist übrigens Sunny Cars. German Who, die sich neuerdings offenbar USA to go nennen, stellt laut eigener Aussage eine Buchungsmaske von Alamo bereit, die einen Rabatt für ihre Mitglieder beinhaltet. Der Vertragspartner ist also entsprechend immer Alamo. Auch hier wollen wir unser Glück versuchen und finden direkt einen besseren Preis. 1.282,87 sind hier vorgegeben für einen Midsize SUV. Den Details kann man entnehmen, dass die Grundgebühr von 920 Euro sofort bei Buchung fällig wird. Konzessionsgebühr, Tourismus- und Umsatzsteuer plus Rückgabegebühr wird vor Ort erhoben. Der ADAC bietet ein Fahrzeug zu 933,79 Euro an, diesmal über Hertz. Dach- und Unterbodenversicherung sind nicht mit angegeben, dafür sind alle Zusatzfahrer mit im Preis enthalten. Die Einweggebühr liegt in diesem Angebot bei 350 Euro, was uns einen Gesamtbetrag von 1.283,79 beschert. Die ADAC-Mitgliedschaft ist hierfür allerdings Voraussetzung. Bislang liegt das Alamo-Angebot von USA to go also noch um einen Hauch vorne, doch es kommt natürlich noch der Endgegner Check24, über den ich ja bekanntlich schon seit Anfang unserer Reisen Buchungen tätige. Und das hat nichts mit einer persönlichen Vorliebe zu tun oder weil ich das Logo so toll finde. Nein, ich buche einfach schon immer dort, wo es die Autos am günstigsten gibt. Und das ist auch hier wieder mal Fakt. Mittelklasse SUV, alle Kilometer frei, faire Tankregelung ohne Selbstbeteiligung, 1 Million Haftpflicht, Glas, Reifen, Unterboden und Dachversicherung, 1.061,88 Euro über Auto Europe. Hier kann man auch nochmal sehen, dass die Einweggebühr im Preis inbegriffen ist. Also keine weiteren Kosten und damit 220,99 Euro unter dem bislang günstigsten Angebot von USA to go. Was wiederum für Saskia bedeutet, dass sie nun zu ihrem bisherigen Anbieter Enterprise mit einer Ersparnis von 521,48 Euro zu rechnen hat. Dafür könnte man 6 oder 7 Nächte im Motel schlafen.
Ich weiß, dass es einige Alamo Fancy gibt und die Skip the Counter Option sowie die Choice Line sind ein paar tolle Features. Aber 221 Euro sind immer noch eine Menge Geld für manche Leute. Ich habe Saskia die Preise schon geschickt und auch gefragt, ob ich ihre Story für ein Video benutzen darf, was sie ausdrücklich bejaht hat. Und sie hat den Check24 Mietwagen genommen, so viel verrate ich schon mal. Wenn auch du dir was sparen willst, solltest du auch nach deiner Mietwagenbuchung immer mal neu vergleichen und gegebenenfalls neu buchen und stornieren. Über meinen Link zu Check24 könntest du mir zudem zu einer kleinen Provision verhelfen, sozusagen als Aufwandsentschädigung für meine Arbeit hier oder meinetwegen einfach als Kanalsupport. Und wenn wir schon mal dabei sind, danke ich mal wieder meinen Mitgliedern und Thanks-Unterstützern sowie dir fürs Teilen, Liken und Abonnieren. Ich bin erstmal wieder weg. See you soon.